Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sagt der Volksmund, und auch wenn der Mensch kein Tier ist, so weiß jeder, dass er sich im Laufe des Lebens Muster und Verhaltensweisen angeeignet hat, die als Lösung für bestimmte Problemstellungen aktiviert werden, ohne dass man darüber nachdenken muss. Ähnlich wie beim Lenken eines Autos geschieht das meiste automatisch und in Sekundenbruchteilen. Handeln ohne nachzudenken. Und so hat schon manches Auto ohne bewusstes Zutun sein Ziel nach Hause gefunden, während die Aufmerksamkeit und Konzentration ganz woanders lagen. Im Kyudo des Zen-Buddhismus übt der Bogenschütze einzelne Abläufe, die Körperstellung, das Greifen des Pfeils, das Auflegen desselbigen, das Spannen des Bogens und den Ablass in Richtung des Ziels immer und immer wieder, bis ihm jede einzelne Bewegung und Form in Fleisch und Blut übergegangen ist. Während des meditativen Bogenschießens wird großer Wert auf die korrekte Körperhaltung, Atmung und Konzentration gelegt. Der Schütze richtet seine volle Aufmerksamkeit auf jeden Aspekt des Schießens, angefangen von der Vorbereitung bis hin zur Entspannung nach dem Schuss. Es geht darum, in einem Zustand der inneren Stille und Präsenz zu sein und das Bewusstsein von Dualität und Trennung zu überwinden. Es ist eine Übung, die den Praktizierenden helfen soll, den gegenwärtigen Moment zu erfahren und die Einheit von Körper und Geist zu erkennen. Während solcher Übungen wird Konzentration und Achtsamkeit verlangt. Worte, die in spirituellen Kreisen fast schon inflationär benutzt werden, ohne sich darüber bewusst zu sein, dass der Mensch von Natur aus nicht fähig ist, sich gleichzeitig auf alle Aspekte einer Handlung zu konzentrieren. Im Beispiel des Bogenschützen ist es naturgegeben nicht möglich, zur gleichen Zeit den Fokus auf die Körperhaltung, die Fußstellung, die Bogenhand, die Zughand und dann noch auf das Ziel zu richten. Die Konzentration und der Fokus sind immer nur auf einen Teilaspekt beschränkt. Genauso wie ein menschliches Auge nicht gleichzeitig mehrere Gegenstände auf einmal im Fokus halten kann, so kann der Mensch sich nicht auf ein Gesamtbild oder eine Handlung als Ganzes konzentrieren. Es ist jeweils immer nur ein Teilaspekt, der mit aller möglichen Aufmerksamkeit wahrgenommen werden kann. Diese Teilaspekte können sehr schnell nacheinander anfokussiert werden, jedoch niemals gleichzeitig. Wenn die Konzentration auf der Körperhaltung liegt, dann verlieren alle anderen Teilaspekte des Bogenschießens den Fokus. Wenn die Konzentration auf der Zughand liegt, dann wird zwangsläufig die Aufmerksamkeit auf die Körperhaltung eingeschränkt. Eine Konzentration auf alle Abläufe gleichzeitig ist nicht möglich, aber es ist möglich, diese einzelnen Teilbereiche so zu üben, dass der damit erreichte Automatismus diese Bereiche stabilisiert. Diese Automatisierung ist ein ganz natürlicher Vorgang und wird von jedem Menschen verwendet, um überhaupt komplexe Vorgänge ausführen zu können. Ein Meister der Bogenkunst im Zen-Buddhismus trifft sein Ziel auch im Dunkeln, ohne es zu sehen. So präzise sind die eingeübten Bewegungen und Abläufe. Oder der Musiker, der mit geschlossenen Augen auf seinem Instrument diejenigen Töne findet, die gerade zu spielen sind. Und wie der Jongleur, der immer weiß, wo seine Bälle sind, auch wenn er sie nicht sieht. Es sind trotzdem antrainierte Automatismen und Gewohnheiten, welche diese Arten der Meisterschaft ausmachen. Meisterschaft oder Gewohnheit? Der Unterschied dürfte wohl in der Aufmerksamkeit und der Konzentration liegen, mit der eine Handlung ausgeführt wird und die Präzision, mit der notwendige Automatismen eingeübt wurden. Verschiedene Philosophien sprechen von einer gedanklichen Lehre mit gleichzeitiger Konzentration und Aufmerksamkeit auf das, was gerade getan wird. Andere Schulen, oftmals eng verbunden mit der Kampfkunst, versuchen, das Reflexverhalten zu fördern, so dass in bestimmten Situationen, ohne lange zu überlegen, bestimmte Handlungen ausgeführt werden, noch bevor der bewusste Verstand die Initiative übernimmt. Dieses Reflexverhalten soll wiederum in Übungen als Einheit von Körper und Geist wahrgenommen werden. Alles, was wir unbewusst tun und denken, ist Reflexverhalten und wurde einmal erlernt und geübt. Gewohnheiten sind nichts anderes, erlernte und einmal geübte automatisierte Handlungen und Gedankenmuster.
Dazu gehört, was und wie der Mensch über sich selbst und andere denkt, als auch, wie er mit sich selbst und anderen umgeht. Es sind eintrainierte Reaktionen auf Situationen, Handlungen und Gedanken. Selbstabwertung kann genauso geübt werden wie die Selbstüberschätzung. Brutalität kann genauso geübt werden wie Güte und Verständnis.